1912, Olympia in Stockholm. So viel Athleten wie noch nie. Im Programm Seilklettern der Damen und Tauziehen der Herren. Und schon damals gilt, dabei sein ist alles. Untergang des Kaiserreichs in China. Mehr als 1000 Jahre Tradition gehen unblutig zu Ende. Die neue Republik gibt sich militärisch und schneidet alte Zöpfe ab. Das größte Schiff der Welt auf seiner ersten und letzten Fahrt. Die Titanic. Kapitän Smith wählt die nördliche Route über den Atlantik. Eine verhängnisvolle Entscheidung. Das Wrack der Titanic am Ende des Jahrhunderts in fast 4000 Metern Tiefe. Mit ihrem Untergang starb eine Illusion. Die damalige Vorstellung war, dass die Titanic unsinkbar sei. Sie wurde gebaut, um die Natur und damit Gott zu übertreffen. 10. April 1912. Im Hafen von Southampton wird der Ozeanriese für die Jungfernfahrt gerüstet. Mehr als 1000 Passagiere gehen an Bord des größten Schiffes der Welt. Streng getrennt nach Klassen. Millionäre ebenso wie Hunderte von armen Immigranten. Gemeinsam haben sie das Ziel der Reise, New York. 10 britische Pfund kostet die Fahrt dritter Klasse ins gelobte Land. Dafür gibt es eine Schlafgelegenheit tief unten im Bauch der Titanic. Wir fuhren dritter Klasse, weil mein Vater fast sein ganzes Geld für ein Haus in Kansas ausgegeben hatte und dort einen Tabakladen aufmachen wollte. Der höchstbezahlte Kapitän der Welt, der Brite Edward Smith. Um 12 Uhr mittags verlässt die Titanic den Pier. Ein unsinkbarer Koloss, so heißt es. Für Smith der krönende Abschluss einer langen Karriere. Nach dieser Überfahrt will er in Rente gehen. Das Leben an Bord, selbst für die dritter Klasse Passagiere ungewohnter Luxus. Die Welt der erster Klasse Reisenden. Das war höchster Luxus, den jeder erster Klasse Passagier für sich beanspruchte. Das war gar nicht so außergewöhnlich für sie. Es war wie in einem Luxushotel in London, so wie dem Ritz. Das entsprach ihren Gewohnheiten. Eben erstklassiges in Reinform.